Ja, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bin wirklich vor 2 Minuten oder so aufgewacht. Es geht um halt Red Flags. Die Antworten waren genauso, wie ich mir gedacht habe. Ihr wisst schon, wie crazy Nürnberg drauf ist. Liken, abonnieren natürlich nicht vergessen. Sehr, sehr wichtig. Zurzeit, ich bin nicht so aktiv auf YouTube, wie ihr wisst. Ich habe mit Arbeiten angefangen. Deswegen ist es immer kritisch. Aber versprochen, das wird schon. YouTube ist mein Ziel, dass ich es schaffe. Und inshallah, eines Tages sehe ich mich schon irgendwo, wo ich ganz oben stehe. Glaubt an euch. Viel Spaß euch mit dem Video. Bruder, ich heiße Yusuf, ich bin 16 Jahre alt, passt. Bosa, ich bin 14 Jahre alt. Du bist 14 Jahre alt? Ja. Was ist dein Red Flag bei Frauen? Ja, die sollte nicht über 60 Kilo wiegen auf jeden Fall. So einen guten Arsch haben, muss passen, Bruder. Nicht so ein Streichholz, checkst du. Nicht schmatzen auch. Die sollen nicht schmatzen beim Essen oder so. Das ist Red Flag, Bruder. Stell dir vor, du erste Treffen, du gehst mit ihr Döner fetzen, die schmatzt Döner weg. Aber Döner, ne? Ja, ja. Ja, was ist denn eigentlich dein perfektes Mädchen für dich? Schwarze Haare, Bruder. Türke, Deutsche, geht fit, alles, Bruder. Nicht asozial, ja. Doch, nicht asozial und nicht schüchtern auch. Soll auch lustig drauf sein. Erzähl mal einen Witz. Ein Witz? Boah, ich bin nicht so ein Lustiger eigentlich. Ungepflegt, wenn sie ungepflegt ist, ja nicht. Ich möchte nicht, zum Beispiel, ich sehe dich am Ende, du stinkst oder so. Ich? Nein, wenn du ungepflegt ist, am Ende, du gehst mit da raus, ich stinkt oder so, weißt du? Okay. Und kein Benehmen. Am Ende redet mit dir asozial, die beleidigt dich und so. Ja, wie meinst du mit ungepflegt? Sie hat so überall Akne und so, so ungepflegt, also sie stinkt. So, die hat diese, wie heißt es, diese kaputten Haare und so, sowas. Ich beschreibe mal deine Frau. Locken, nicht größer als ich, meine Landsfrau dann, also Ägypterin. Jetzt mache ich bei dir ganz kurze Idiotentest. Stell dir vor, du fährst einen Bus. Bei der nächsten Haltestelle steigt 2 ein, okay? Bei der nächsten Haltestelle steigt 2 aus und wieder ein. Bei der letzten Bushaltestelle, dann steigen alle aus. Wie heißt der Busfahrer? Weiß ich doch nicht. Ich bin der Busfahrer. Was sagst du? Kiki. Wer ist Kiki? Ein Junge, ich kenne dich. Wollt ihr euer Instagram sagen oder jemanden grüßen? AMD. Piep. Ich bin Mert Amigola. Diese Jugendliche, ne? Die arbeiten nicht, die haben keine Ausbildung, gar nichts, Bruder. Verlangen von Mutter 2 Euro, geh raus und kauf von dieser auf Tomaten. Süßigkeiten, Bruder, Merkel. Schau, Merkel, wenn du mich hörst. Merkel, wenn du hörst, Bruder, komm. Bruder, komm zurück, Bruder. Wallah, wir brauchen dich. Diese Welt braucht dich. Auf jeden Fall, Merkel. Wallah, ich brauch dich, Bruder. Schub mein Kindergeld oder so. Was bei Mädchen gar nicht geht, was gefällt dir nicht? Bruder, auf jeden Fall gut behandeln. Na? Ihr könnt nicht behandeln. Ihr habt Tage, Mark. Was, Bruder? Man behandelt dich wie ein Mensch, Bruder. Und gib das zurück, was dein Typ dir gibt, weißt. Auf damit, Bruder. Wallah, ihr seid so welche Leute, ne? Reflex habt ihr auch nicht. Ihr erwartet immer von diesen Jungs Loyalität, ne? Weil ihr Frauen seid, ihr habt Gefühle. Ey, die Männer haben auch Gefühle, wir sind auch Menschen, ne? Wir brauchen auch diese Gefühle, was ihr braucht. Mehr sage ich nichts dazu, wallah. Was ihr gibt, bekommt ihr auch zurück. Okay, sag mal du, was ist dein Red Flag bei den Frauen? Ich glaube, wenn die beste Freund hat. Wer besonders ist, verdient den besonderen Menschen. Der Bruder ist verletzt, Mann. Eine letzte Sache. Wenn ihr observieren wollt, es ist ganz leicht. Einfach wie Penner anziehen, wie Jugendliche anziehen und rausgehen und mit denen mitmachen. So hinter mir kommen, unter geht nicht, Bruder. Observieren ist was ganz anderes und könnt es nicht machen. Ne, Bruder, mach Vlog an, Mann. Janer, Bruder, ich warte dich hier seit 20 Minuten und du bist nicht da. Wallah, du, hoffentlich eine schöne Wetter, Bruder, soll Blitz dich treffen. Treffen, Bruder. Die observieren mich schon, die drehen sich einfach um. Nürnberg, Bruder, Nürnberg, Nürnberg. Ich bin Anna, ich komme aus Nürnberg. Ich bin Anife, ich komme aus Nürnberg. Ich bin 17 Jahre alt. Grace, 16. Alle noch Jungfrau. Natürlich. Ja, was ist euer Red Flags beim Jungs? Dass die sexgeil sind. Halt, wenn er zu viele Weiber hat, Chalas mit denen. Wenn er Jungfrau will, zum Beispiel, wenn er keine Jungfrau ist und wenn er Jungfrau will, dann nein. Der soll mal weggehen, was? Wenn die sexgeil sind, wenn die zu viele Mädchen auf Snap haben oder 2 Instagram haben, eins für Mädchen und eins für Normalheit. Das ist, glaube ich, wahre Geschichte, ne? Ja, alle Jungs in Nürnberg sind ab Müll. Die ficken und die schicken einfach weiter. Die sagen, aber ich schwör auf meine Mutter, ich habe mit gar keiner in Nürnberg gefickt, aber ich, meine Freunde so, die ficken und die sehen denen, dann sagen die, ich kenne dich nicht, wer bist du? Wir sind Schlampen, warum habt ihr da mit uns gefickt, hä? Aber ich nicht, warum ich bin noch... Ja, aber trotzdem, Bro! Oben Allah und dann Abdullah. Was bist du? Ich will Follower haben. Ach so, ja, du willst Follower haben. Aber mach nicht Bip. Okay, ich mach auch korrekt, diesmal mach ich nicht Bip. Okay. Anif. Also alle uns folgen, beiden aber die nicht. Hi. Ja, nee, ich heiße Kerim, ich bin 16. Yusuf. Was ist Red Flag bei Mädels? Bei mir, wenn sie raucht und wenn sie Schminke wegmacht, wenn man keine Wimpern mehr sieht. Augenbrauen meinst du? Ja, Augenbrauen. Augenbrauen und Wimpern. Ja. Bei mir, wenn sie richtig asozial redet, weißt du, dieses, ja, diese Frankfurter Weiber kennst du, ne? Kippen rauchen, finde ich, passt nicht zu einem Mädchen. Und zu viel Make-up draufgeklatscht. Was sagst du, Vape? Vapen? Vapen ist, geht noch, ja, kann man noch machen vielleicht. Ab und zu geht, ja, geht. Beschreib mal jetzt deine perfektes Mädchen, wie du
halt vorstellst. Also das Wichtigste, Bruder, die soll nicht bekannt sein. Ja, nee, die soll nicht, jeder soll nicht wissen, ja, Bruder, die hat das gemacht, so, sie ist so, weißt du? Eine, die man nicht kennt und die, eine, die sich benehmen kann, weißt du? Und Aussehen her, nicht zu viel Make-up drauf, das feiere ich gar nicht. Wenn man Make-up dann wegmacht, dann ein anderer Mensch, weißt du? Ja, nicht diese Jogginghosen, Lederjacken, draußen hier rumlaufen mit Weibern, rumschreien, Hauptbahnhof chillen, geht gar nicht. Und die sollte, wenn sie sich wie ein Junge benimmt oder sich nicht benehmen kann, wie, weiß nicht, wie man redet, als Mädchen, nicht asozial sein. Beschreib mal dein Mädchen. Ihre Art soll süß sein, auch nicht so Kippen rauchen und so, ey, geht auch eigentlich schon. Auch diese Klamotten nicht so wie ein Junge sozusagen, diese Jogginghose, Balenciaga und so, ja, sowas. Sie glaubt, hat Kablamen auch. Jünger als ich. Ja. Dann sie soll 13 sein. Oder 14, ja, auch so 14. Du bist mit deiner 16-Jährigen zusammen? Nein. Nicht? Wenn sie will. Ich komme aus Syrien. Wie heißt du? Ja, Sir. Wie alt bist du? 18 Jahre. Was ist dein Red Flag bei Frauen? Alle gut Menschen. Alle gut Menschen. Mädchen. Ja, Menschen. Mädchen. Ich sag, tal tgallat li jay. Hadana al ajiat shafat nafsan. Menschen alle gut. Ich gehe nach Stadt, alle Menschen sehr gut, wallah. Ja, mich bi Menschen, ani zakan oder. Nicht gut, Mann, Menschen. Willst du dein Instagram sagen oder jemandem Hallo sagen? Hallo. Mein Name ist Ibrahim. Okay, was ist dein Red Flag beim Frauen? Ich finde das komisch, wenn du eine Frau von dir eine Zigarette brauchst, dann sie sagt, gib mir eine Zigarette und ich gebe dir mich so. So sie gibt sich gegen eine Zigarette. Okay, aber was ist dein Red Flag? Ja, willst du dein Instagram sagen oder jemanden grüßen oder willst du dein TikTok? Ich grüße alles und vlogge dir. Dankeschön, Bro, danke. In Nürnberg, ich bin Haskawi. Ich liebe dich. Murat Tabi, ich liebe dich. Küss deine Herz. Grüß Omar Masari. Grüß Omar Masari.